Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 205. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir war eine wunderbare Frau Alexa, die auch Hallo sagt an euch alle da draußen. Und bei mir ist natürlich mein wunderbarer Ehemann Alexander Hoaxmaster. Und das ist natürlich total gelogen, dass wir am gleichen Ort sind, weil ähnlich wie in der Folge 204 wir an unterschiedlichen Orten sind. Ich will das jetzt aber nicht nochmal erklären, weil wir das in Folge 204 schon erklärt haben. Sondern aber wir sehen uns. Immerhin sehen wir uns. Das ist eigentlich auch ein bisschen anders als sonst, weil ich dich jetzt vor mir sehe und sonst bist du, lassen wir das. Du hast, glaube ich, mal wieder eine schöne Geschichte mitgebracht und da hören wir doch jetzt erstmal rein. Der Woche. Die Story, die wir diesmal uns vornehmen, hat auch was mit den sozialen Medien zu tun, passenderweise, und mit einem amerikanischen Präsidenten oder was sich so dieser Tage amerikanischer Präsident schimpft und einer seiner Twitter-Entgleisungen aus der letzten Zeit, nämlich der Wortschöpfung Koffeffi. Hat er ja in einem Tweet mitternächtlicherweise verwendet und alle Welt begann sich natürlich nach diesem Tweet zu fragen, was um Himmels Willen kann dieses Wort bedeuten? Es gibt Leute, die sagen, das bedeutet überhaupt nichts. Es gibt Leute, die sagen, dazu kommen wir vielleicht am Ende der Sendung, er wollte eigentlich was ganz anderes schreiben und ist einfach irgendwie nicht fertig geworden. Und wieder andere haben sich auf die Suche gemacht nach einem Sinn hinter diesem Wort und haben diesen Sinn auch gefunden. Wenn man nämlich das Wort Koffeffi, das sich ja C-O-V-F-E-F-E schreibt, in mehrere Abschnitte unterteilt, nämlich C-O-V, neues Wort, F-E, Apostroph, F-E, dann hat man eine arabische Redewendung, die so viel bedeutet, ich werde aufstehen oder ich werde mich erheben. Jetzt natürlich die Frage, warum ausgerechnet der amerikanische Präsident eine arabische Redewendung benutzen sollte und dann auch noch etwas Geheimnisvolles wie I will stand up, also ich werde mich erheben, ich werde aufstehen, was ja so ein bisschen was Revolutionäres hat. Also auch da kann man dann sagen, dass dahinter vielleicht eine Verschwörungstheorie stecken könnte, wenn die Geschichte in dieser Form denn stimmt und es mit dem Wort nicht vielleicht doch eine ganz andere Bewandtnis hat. Was wir natürlich mal sagen können, ist tatsächlich, dass er tatsächlich der Präsident ist. Das wollen wir nicht in Abrede stellen, weil es ist schon so, dass er im Moment gewählte Präsident der Vereinigten Staaten ist, der Mensch, über den du da redest. Was es mit dem Wort auf sich hat, werden wir am Ende der Sendung von dir erfahren. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Hauptteil der Sendung jetzt. Thema der Woche. Ja, was ihr gleich hören werdet, ist ein Interview, das wir im Rahmen von Huxilla TV vor einigen Wochen geführt haben mit Jöran Mus-Merholz. Da werden wir mehr über die Person, die wir interviewen, natürlich dann gleich in dem eigentlichen Interview hören. Social Bots, spannendes Thema, soziale Netzwerke und Medienkompetenz, darum geht's. Und ja, wir wollen euch da nicht länger auf die Folter spannen, oder Alexa? Genau, das ist bestimmt ein auch für euch sehr interessantes Interview. Es ist eigentlich ein sehr, sehr aktuelles Thema und wir haben uns sehr gefreut, dass wir da einen solchen Experten gewinnen konnten, wie Jöran Mus-Merholz, der übrigens ja seines Zeichens auch selbst Podcaster ist und alle möglichen genialen Projekte macht und betreut, aber erstmal hören wir vielleicht tatsächlich in das Interview rein. Jöran Mus-Merholz zu Gast. Jöran, ich duze dich mal einfach und könnte jetzt einfach sagen, du bist Diplompädagoge und machst in Medien. Da würdest du nicht widersprechen, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen kurz gegriffen, wenn man das so sagen würde, oder? Die ganz kurze Variante reicht. Also es gibt tatsächlich keine vernünftige Berufsbezeichnung und Diplompädagoge ist das, was dann mal vor, muss man überlegen, 15, 16 Jahren auf dem Zeugnis drauf stand nach der Uni. Aber damit unsere Zuschauer dich ein bisschen einordnen können, wollen wir ein paar Worte mehr sagen. Du bist Fellow Podcaster, du hast einen kleinen Podcast, Jöran ruft an, wo du interessante Leute anrufst und mit ihnen eine relativ festgelegte Zeit telefonierst. Das ist so eins deiner Projekte, was du tust, ne? Jöran ruft an, maximal 5 Minuten, im Durchschnitt 6,5, also 5 ist die Vorgabe und die Software sagt, glaube ich, durchschnittlich 6 Minuten 40 oder sowas. Okay.
gibt 50 Folgen inzwischen und auch da streifst du Themen wie Fake News, du stellst Autoren vor mit bestimmten Themen, das ist so der Inhalt dieses Podcasts, ne? Ja, also es wird manchmal fälschlicherweise als Bildungsthemen als gemeinsame Klammer gesagt. Das liegt daran, dass die gemeinsame Klammer einig ist, was mich interessiert. Und das sind dann meist Bildungsthemen. Mhm. Ja, du hast dich mit anderen Themen, insbesondere Medienpädagogik und Internet und neue Medien beschäftigt. Und das ist auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil wir mal eine pädagogische Sicht haben wollten. Aufgefallen bist du uns, als wir dich mal bei einem Interview erlebt haben zum Thema Social Bots. Da hast du dich auch mal ein bisschen mit beschäftigt zumindest und auch darüber wollen wir sprechen. Vielleicht mal so als offene Einstiegsfrage. Was sagt denn so ein Medienpädagoge zum Internet? Ist es das Übel aller Dinge oder eine notwendige kulturrevolutionäre Entwicklung, die unsere Gesellschaft jetzt geküsst hat? Ja, also es gibt ja den schönen Buchtitel Internet, Fluch oder Segen ohne Fragezeichen von Katrin Passig und Sascha Lobo und das bringt schon ziemlich auf den Punkt. Ja, beides. Mhm. Und das Schlimme ist tatsächlich ganz häufig auch nicht so klar zu trennen, einerseits, andererseits, sondern gleichzeitig, weil tatsächlich so viel neu wird und anders wird, dass es in der Regel nicht mehr so ganz funktioniert, nach den alten Mustern irgendwas einzuteilen und zu sagen, schwarz oder weiß, gut oder böse, sondern beides irgendwie so verwoben miteinander kommt und ganz häufig auch nicht irgendwie was Neues dazukommt. Das ist das, was zumindest in pädagogischen Kreisen auch ganz häufig gedacht wird. Naja, da gibt's irgendwie was Neues, da müssen sich neue Leute mit beschäftigen, sondern auch das Alte verändert wird. Mhm. Und dadurch wird's erst richtig kompliziert. Das heißt aber auch, so diese Struktur von, es gibt Leute, die einfach schon wirklich alle Fragen beantwortet haben, die sich super gut auskennen und die können dann eben ihr Wissen mit denjenigen, die sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, teilen. Das funktioniert alles nicht mehr so richtig, oder? Das heißt also, man muss eher so gemeinsam lernen, wo es lang geht und wie es funktioniert? Das ist, glaube ich, für die Medienpädagogik so als Disziplin im Moment enorm schwer. Also die Medienpädagogik hat so traditionell, also sagen wir mal ein großer Teil der Medienpädagogik, immer gewusst, wo es lang geht, was richtig ist und was falsch ist, wie viele Minuten Fernsehen am Tag man gucken sollte, ab welchem Alter das Kind vor welchem Bildschirm wie lange sitzen durfte und so weiter und so weiter. Und im Nachhinein muss man sagen, wie einfach die Zeiten noch waren, als es Fernsehen gab und wie einfach da die Antworten waren. Mit dem Digitalen wird das ja viel, viel komplizierter und tatsächlich ganz häufig so schwierig, dass wir die Antworten nicht wissen. Also sozusagen nicht nur noch besser werden müssten, sondern wir wissen einfach nicht, was bestimmtes Verhalten heute für Auswirkungen in der Zukunft haben wird. Wir haben als Medienpädagogen oder viele von uns ganz häufig gesagt, Achtung, vorsichtig, was du an Daten preisgibst etc. Möglicherweise gibt es bestimmte Felder, wo du später mal schwieriger einen Job kriegst, wenn du rauskriegst, vor 10 Jahren hast du bestimmte digitalen Medien nicht genutzt. Vielleicht hast du selber auch Nachteile dadurch etc. Das heißt, es ist eben nicht mehr so, dass wir als Medienpädagogen die Wahrheit nur noch verteilen mussten. Ich würde mal behaupten, viele reflektierte Medienpädagogen sind quasi, zumindest ich bin, am Rande der Handlungsunfähigkeit, um zu sagen, das hier ist richtig und das ist falsch, da geht's lang und da ist es schwierig. Und da ist das, was du gesagt hast, genau das Richtige. Das Einzige, was man machen kann, ist eben tatsächlich gemeinsam versuchen, rauszukriegen oder auszuhandeln, was wir eigentlich gesellschaftlich wollen, was wir für ein gutes und problematisches Verhalten halten, etc. Und da hilft es schon, wenn man so diese Ebenen zusammennimmt, die Erwachsenen, die früher immer alles besser wussten und die Jugendlichen, die tatsächlich jetzt teilweise höhere praktische Erfahrungen haben mit solchen Fragen. Und das ist ganz gut, wenn die tatsächlich jetzt, ich würde nicht das Berühmte auf Augenhöhe sagen, aber wenn die miteinander erstmal reden und gucken. Und sich auch ein bisschen aufeinander einlassen, so auf die verschiedenen Fragestellungen, die jeder vielleicht hat. Ich höre häufig den Satz in Gesprächen, wenn nicht genau über diese Themen, weil das sind auch Themen, die mich natürlich immer umtreiben, höre ich häufig den Satz, naja, wir müssen gar nicht uns so sehr um die Kinder kümmern, die sind da völlig kompetent in dem Medienbereich, sondern die Erwachsenen haben eher ein Problem. Du hast auch schon mal was Ähnliches gesagt, so eine gewisse Arroganz von früher vielleicht noch, wo die Erwachsenen gesagt haben, wir müssen die Kinder beschützen und aufpassen. Ist es tatsächlich so, dass die junge Generation, Jugendliche, nehmen wir die mal, heute medienkompetenter sind als wir zum Beispiel, die wir hier am Tisch sitzen? Oder ist das so auch nicht richtig? Das ist wahrscheinlich, dass das Pendel dann einfach zur falschen Seite dann ausschlägt. Also nachdem man vorher gedacht hat, die Erwachsenen wissen alles, sagt man dann jetzt, die Jugendlichen wissen ja schon alles. Und das ist natürlich genauso wenig wahr. Also ich würde sagen, es gibt viele Jugendliche, die sich mit technischen Dingen, mit den Hintergründen der Digitalisierung, sagen wir mal, halbwegs gut auskennen. Aber ich glaube nicht mehr als Erwachsene im Durchschnitt. Und das zusammen wird dann erst so richtig spannend, wenn tatsächlich diese unterschiedlichen Kompetenzen an einen Tisch kommen, um miteinander rauszukriegen, wie das Ganze funktioniert.
Die Erwachsenen, muss ich vielleicht auch noch einen Satz sagen, meine Lieblingsthese aus den letzten 2 Jahren ist so, dass die Erwachsenen teilweise auch das nachmachen, was die Jugendlichen, sagen wir mal, 2, 3 Jahre vorher gemacht haben. Mhm. Es gab, wir haben ein bisschen Zeit, ich darf kurz ausholen. Ja, auch lang. 1999, glaube ich, war 1999 oder noch früher, da habe ich PowerPoint-Seminare mal gegeben. Mhm. Und wir als PowerPoint-Seminargebende hatten die Erfahrung, dass man den Teilnehmenden im Seminar zwar sagen kann, es ist hilfreich, wenn man nicht 3 verschiedene Farben auf einer Folie hat oder noch mehr. Man muss nicht jeden Effekt ausprobieren und es muss auch keinen Ton beim Folienübergang geben. Trotzdem musste jeder Teilnehmer im Workshop mal eine Präsentation machen. Offensichtlich ist es ein inneres Bedürfnis gewesen, dass man eine Folie gemacht hat mit 10 Farben drauf und mit 5 verschiedenen Schrifttypen. Und natürlich musste es einen Ton beim Übergang geben und die Sachen mussten reingeflogen kommen und wieder rausfliegen und sich drehen und so weiter und so weiter. Und irgendwann haben wir anerkannt, dass das offensichtlich ein menschliches Bedürfnis ist, dass man das alles mal ausprobiert. Okay, und wenn man es einmal gemacht hat, dann irgendwie konnte man ab der 2. Präsentation vernünftiger arbeiten. Und wir haben das PowerPoint-Pubertät genannt. Das musste man einmal alles ausprobieren, um da durchzukommen. Ja. Ja. Und ich glaube, im Moment gibt es sowas insgesamt für die Digitalisierung, so eine Art digitale Pubertät. Und auch die Erwachsenen haben die ja noch nicht durchgemacht. Die haben die ganzen Erfahrungen ja auch nicht gemacht. Wann denn auch? 1999 nicht oder, weiß ich nicht, wann ich jugendlich war, 1989 nicht. Mhm. Und insofern, glaube ich, müssen die jetzt auch ganz viel ausprobieren und machen es halt ein bisschen später als die Jugendlichen. Mein Hauptbeobachtungsgebiet sind Hamburger Bus und Bahnen. Mhm. Und da sitzen jetzt halt die Erwachsenen, zeigen sich gegenseitig irgendwie YouTube-Videos, natürlich mit Ton an ganz laut in der Bahn. Ja. Fotografieren ständig ihr Essen, schreiben in WhatsApp-Gruppen, dass sie gerade im Bus sind und 5 Minuten zu spät kommen werden, etc. Also es ist jetzt ethisch fragwürdiges Forschungsverhalten, dass ich Leuten über die Schulter gucke, aber ich mache es bisweilen. Und all das, was, glaube ich, typischerweise Jugendlichen vorgeworfen wurde vor 2, 3 Jahren, machen jetzt ganz, ganz viele Erwachsene auch. Und dadurch vermute ich, dass es eben dieses Pubertätsverhalten gibt, dass alle das einmal ausprobieren müssen, bevor sie zu einem vernünftigeren Maß kommen. Und komplett ausleben dann auch mal, also wirklich ausloten in alle Bereiche hinein. Oder auch so Popkonzerte. Ich war neulich auf einem Konzert, wo der Durchschnitt, sagen wir, eher 45 war. Und alle halten die Handys hoch. Alle halten das Handy hoch, na klar. Ja, ja, ja. Das finde ich durchaus spannend. Das ist auch so ein Gedankengang. Also das wäre mir überhaupt noch nicht in den Sinn gekommen, irgendwie das auf die Art und Weise zu hinterfragen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also dass man das quasi so einmal aus dem System rauskriegen muss, alles was geht, um dann hinterher irgendwie vernünftiger mit einem neuen Medium umgehen zu können. Ich habe mal die Beobachtung gehört, jetzt wo die Eltern alle zu Facebook drängen und zu Instagram drängen und einige sogar den Schritt zu Twitter wagen. Und die Jugendlichen sich jetzt natürlich bedroht fühlen, weil früher war Facebook sicherer Raum, weil da waren ja die Eltern nicht, dass zum Beispiel Snapchat bewusst uneingängig programmiert worden ist, damit die Jugendlichen sich eher mit Snapchat auskennen und nicht so viele Erwachsene da rumspringen. Ist das eine These, die du mittragen willst? Oder hast du das schon mal gehört? Ich kannte sie jetzt noch nicht. Also nicht, dass sozusagen Snapchat extra kontraintuitiv oder wie soll man das sagen war. Wobei mir tatsächlich, also ich bin, muss ich sagen, auch 40 Jahre alt, mir kam es auch so vor. Also oder? Snapchat war die erste App, wo ich einfach nicht reinkam. Wo ich dachte, links, rechts, oben, unten, verstehe ich nicht. Ja. Mhm. Insofern interessante These. Also so ein Fluchtverhalten der Jugendlichen war sicher da, weil diese digitalen Räume ja für die Jugendlichen tatsächlich eine der ganz wenigen Möglichkeiten sind, einen erwachsenen freien Raum zu haben. Mhm. Also das geht in den gesellschaftlichen Debatten, glaube ich, immer so ein bisschen unter. Mhm. Wird gesagt, die Jugendlichen sind ja nur noch in den digitalen Medien unterwegs. Interessanterweise wird dann gesagt, irgendwie sie isolieren sich, weil sie die ganze Zeit nur noch mit anderen Leuten chatten. Mhm. Ist ja schon ein gewisser Widerspruch. Mhm. Aber ich glaube, man muss halt tatsächlich das in dem Kontext sehen, dass die ganze Welt 24 Stunden am Tag für Jugendliche fast immer nur von erwachsenen strukturierten Räumen stattfindet. Und ich würde jetzt nicht so ganz romantisch sagen, früher als wir jung waren, konnten wir alle den ganzen Tag im Wald auf den Baum klettern und Erwachsene waren nie da, aber ich glaube schon, dass es deutlich zunimmt. Mhm. Dass alles durchstrukturiert ist und es kaum Räume gibt, in die Jugendliche gehen können, wo sie frei von Erwachsenen sind, etc. Und deswegen denke ich, dass die Jugendlichen die digitalen Räume für sich vereinnahmen, weil sie da dann einen tatsächlich für sich von ihren Gesetzen und Regeln und Interessen geleiteten Raum haben. Und es gibt ja, glaube ich, das Missverständnis, dass der digitale Raum kein realer Raum ist, glaube ich. Das ist in vielen Köpfen drin, aber der digitale Raum, der mag zwar virtuell sein, aber er ist ja vollkommen real. Ich interagiere ja, dann schreiben wir vielleicht gleich mal den nächsten Show, aber erstmal interagiere ich ja mit anderen Menschen. Ja. Und zwar ganz einfach. Ja. Interessanterweise sind das dieselben Menschen, die Cybermobbing für gefährlich halten, und also für echtes Mobbing, aber Cyberfreundschaft nicht für echte Freundschaft. Komisch, ne? Also da scheint immer noch so eine Schere im Kopf zu sein, die das unterteilt. Ja. Kommen wir mal, gerade jetzt bietet sich das an, mal zu dem Thema real, irreal. Social Bots.
Kannst du unterscheiden? Ich sage jetzt mal, du bist Medienpädagoge, du beschäftigst dich mit Kommunikation sicherlich auch viel in deiner Arbeit. Ob du auf Twitter, auf Facebook mit einem Social Bot, also mit einer programmierten Intelligenz, künstlichen Intelligenz interagierst oder einem echten Menschen? Hast du da also Hebel, für die Geschichtsbücher, wir haben jetzt Februar 2017, März 2017, die, ich glaube im Moment ja, aber ich bin nicht sicher, wann sozusagen ich es nicht mehr merken würde. Das liegt ja so ein bisschen, ihr seid ja auf der Wissenschaft unterwegs, ein erkenntnistheoretisches Problem vor. Ich würde nicht merken, wenn ich nicht merke, dass ich mit Social Bots kommuniziere. Und so banale Social Bots irgendwie kann man es schon noch ganz gut erkennen. Hast du da so ein paar Hinweise? Genau, vielleicht auch für die Zuschauer, weil du sagst, banale kann man gut erkennen. Was wäre ein Indikator? Das ist tatsächlich dann doch nicht so einfach, weil jeder Indikator einzeln für sich genommen, dann könnte man immer sagen, naja, muss ja auch nicht immer so sein. Die Frage ist tatsächlich, wenn man sich so das Profil anguckt und die Kommunikation von diesem Account, den man im Verdacht hat, wie agiert er sonst so? Und da gibt es sozusagen eigentlich nur Indizien. Indizien wären sowas wie, hatte ich schon mal vorher zu tun? Hat er mit irgendwelchen anderen Leuten zu tun, die ich kenne? Oder ist er wirklich irgendwie rein zufällig in diesem riesigen Netz auf mich gestoßen und kommuniziert plötzlich mit mir? Das heißt, so ein bisschen mal die Follower durchgucken, genau, dieses Accounts. Also das ist ja zum Beispiel relativ selten, zumindest wenn man ein bisschen mehr Follower hat, dass es irgendjemand gibt, der so ganz, ganz raus aus diesem Kreis fällt. Man kann auch auf die Inhalte der Kommunikation gucken und sagen, hat der eigentlich schon mal jemals länger als einmal hin und her mit einer Person kommuniziert? Weil ich glaube, das wäre zumindest dann 2017 noch schwieriger für einen Bot, so eine richtige Unterhaltung zu führen. Es gibt relativ einfach zu erkennende Sachen. Das sind leicht bekleidete Frauen auf Profilfotos. Das behaupte ich jedenfalls mal. Es sind noch nicht unter meinen echten Followern. Noch nicht. Du darfst ja sehen, dann wird sich das vielleicht komplett verändern. Habe ich gerade Facebook im Moment ganz schlimm? Ja. Ja, also ganz, das ist interessant, dass die Social-Bot-Diskussion sich so auf Twitter fokussiert. Ich habe das Gefühl, auf Facebook, wenn man ein paar Gruppen administriert, hat man viel mehr damit zu tun. Ganz schlimm. Also, ja, oder genau, also wir haben eine relativ große Facebook-Seite und auch mein Profil ist ein öffentliches Profil. Ja. Also so viele leicht bekleidete Frauen aus interessanterweise Hamburg-Wandsbek, die einfach alleine sind und Sehnsucht haben, die sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten auf per Freundschaftsanfrage auf mich stürzen. Das ist echt ungewöhnlich. Ja. Also in Gruppen, das ist zum Beispiel, da sieht man auch noch Sachen, wo es leichter zu erkennen ist, so Gruppenanfragen, da hat Facebook inzwischen immer so als zusätzliche Daten runtergeschrieben, hat er Freunde in der Gruppe, in die er rein will? Dann kann man relativ gut davon ausgehen, wenn die Gruppe bisher gut gepflegt ist, ist wohl okay. Seit wann ist er auf Facebook? Wenn er seit 2009 auf Facebook ist, meistens auch okay. Also wäre jetzt ein kleiner Tipp für Leute, die irgendwie Social Bots betreiben, sie sollten alte Accounts aufkaufen, die schon auf Facebook sind, umwidmen. Und was gibt's noch so? Wie viele Gruppen sonst ist diese Person Mitglied oder sowas? Und ich würde sagen, damit kriegt man so im Moment 2/3 raus. Und das andere Drittel schreibe ich oft an. Und da ist es im Moment tatsächlich häufiger so, dass es keine Bots sind und ich dachte, es könnte ein Bot sein. Das heißt, du kriegst dann eine dezidierte Antwort, die nicht künstlich wirkt. Ja, genau. Also ich frage dann, warum dein Interesse an dem Thema der Gruppe, ohne dass ich das Thema der Gruppe da reinschreibe. Und dann geht's meistens ganz gut. Aber ist interessant, ist wieder so ein Fall für die Medienpädagogen, haben immer gesagt, irgendwie halte deine Informationen geschlossen, lass in deinem Profil nur deine Freunde erkennen, wer du bist und was du machst, etc. Das heißt aber zum Beispiel, so jemandem verwehre ich potenziell eher den Eintritt in eine Gruppe. Weil man ihn nicht stalken kann, weil ich nicht sagen kann, ist das ein echter Mensch dahinter. Genau, oder also der Mechanismus irgendwie hat Freunde in der Gruppe, heißt halt irgendwie, ich müsste dessen Freundesliste angucken können. Wenn ich das nicht darf, weil der hat das gemacht, so wie die Medienpädagogen ihm das gesagt haben, verstecke deine Freundesliste. Habe ich zum Beispiel auch gemacht, würde ich jetzt sagen, Zweifelsfall verwehre ich ihm den Eintritt in die Gruppe. Mache ich natürlich nicht, ich frage mal freundlich nach. Aber, Interessant. Seit wann ist das denn überhaupt ein Problem? Wann ist das aufgetaucht? Ja. Also ich glaube so, ich wollte jetzt gerade sagen, der Hype. Ich bin nicht so sicher, ob es ein Hype ist. Die größere Aufmerksamkeit ist ja erst so seit vielleicht Brexit und den US-Wahlen 2016 also gegeben. Da war es wirklich ja plötzlich überall in der Diskussion. Und ich habe mal nachgeguckt, es gab irgendwie im Fall der Mexiko-Wahlen, war glaube ich 2015 oder sowas, wo schon mal größer war. Und man hat schon auch ein paar Jahre davor, vielleicht 2010, 2012, schon erste Berichte, wo man dann jetzt irgendwie aber erst im Nachhinein merkt, da hat mal jemand schon was Interessantes beobachtet damals. Also ich weiß gar nicht mehr, wann wir diesen Vortrag gehalten haben über so Fake News. War auch hier in Hamburg bei so einer Werbefirma. Und da sind wir schon im Nachhinein angesprochen worden, ob wir denn schon mal was von dem Problem gehört hatten.
war das. Ist das erst ein Jahr her? Ziemlich okay, weil kam mir länger hervor. Dass so diese ganzen Pro-Putin-Trolle, ja, wo man ja auch nicht genau weiß, sind das wirklich immer echte, ja, Menschen, die dahinter stecken, da sind es auch, ja, Fake-Profile, ob wir das schon mal gehört hätten, dass das ein Problem wird. Ja. Ich überlege gerade, kann man vielleicht auch, also um mal sozusagen auch gute Bots als Beispiel zu nehmen. Das wäre nämlich gerade eine Frage. Im Moment klingt das, als ob das was ganz Schreckliches wäre, solche Bots. Ja. Gibt es auch einen positiven Aspekt an so einer Technologie? Ich überlege, kann man nicht sagen, dass, ich glaube, hieß sie Anna von IKEA? Mhm. Nicht ein Bot war? Also auf der Website von IKEA konnte man sagen, für alle, die es nicht mehr kennen, ich habe eine Frage, frag Anna. Und dann war Anna da und hat irgendwie so einfache Fragen beantworten können. Und das war, würde ich sagen, Social Bot. Mhm. Also, haben die Leute wohl gewusst, dass das ein Bot ist? Oder haben sie gedacht, das ist tatsächlich jemand? Weiß ich auch nicht. Haben sie einfach nicht drüber nachgedacht. Also so Leute, die irgendwie viel sich mit Internet beschäftigen, haben vielleicht eher gedacht, das ist ein Bot, aber... Du hast gerade im Vorgespräch... War Karl Klammer schon ein Bot? Stimmt. Bei Word. Stimmt. Gibt's also ich habe auf jeden Fall hat niemand geglaubt, dass er echt ist. Ja. Aber die Idee ist ja eigentlich die gleiche. Nur da war es ganz offensichtlich, dass jetzt kein Mensch von einer Firma, der mich unterstützt, der kommt und sagt, du möchtest einen Brief schreiben. Soll ich dir jetzt mal zeigen, dass du da deine Einschrift reinmachen musst? Also, aber klar, eigentlich auch ein Bot, ne? Ja, also so verwandte Sachen. Also vielleicht kann man sagen, Social Bot ist jetzt dann eher doch sehr auf Social Media orientiert. Mhm. Und diese verwandten Sachen werden dann halt irgendwie so... Chat-Systeme, Chatbots sind ja auch sehr in Mode. Habe ich gerade in Hamburg gelernt. Mhm. In Hamburg gibt es das tolle Beta-Haus. Und da treffen sich Leute, die sich für bestimmte Dinge interessieren. Und da stand neulich ein Schild, Achtung, heute Abend im Erdgeschoss, 6. Meetup der Chatbot-Interessierten. Also hieß irgendwie cooler, aber so habe ich es mir gemerkt. Und da habe ich mir überlegt, wie viele Leute kommen denn zum 6. Hamburger Meetup der Chatbot-Interessierten? Und dachte so, 3. Es waren aber 70 Leute da, nur in Hamburg, okay, die sich für Chatbot-Programmierung interessieren. Das liegt aber auch daran, dass sicherlich Hamburg auch ein Internet-Software-Standort ist. Ja. Hast du mal screenen können, was das für Leute sind? Also warum die da hinten sind? Also, oder hast du nur in den Raum geguckt und die Mängel gesehen? Ich habe mal so 2 Leute gefragt. Mhm. Und also so, ich glaube, Facebook promotet diese Chatbots ja im Moment sehr stark als gewollte Software sozusagen. Mhm. Und da scheint der neue heiße Scheiß zu sein, wo die Leute sich sehr viel versprechen. Hast du während der US-Wahl abonniert, so ein Chatbot, ne? Damals. Das stimmt. Das war sehr praktisch. Das war von der New York Times. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, irgendwie Nick oder was weiß ich. Mhm. Der hat einen dann täglich mit, also im Chat mit News über die US-Wahl versorgt und du konntest dann halt tatsächlich irgendwie so einfache Fragen interagieren. Irgendwie, ich möchte mehr Neuigkeiten. Ja, ich möchte den und den Artikel auch noch sehen. Nee, danke, reicht. Wiedersehen, schönen Tag noch. Das war irgendwie ein sehr, sehr spannendes Konzept. Ja. Gut, die Statistiken, wie sich rausgestellt hat, die waren jetzt nicht so wirklich aufschlussreich. Die lagen immer noch so ein bisschen daneben letzten Endes. Aber so die Artikel und so und die Interaktion, das war echt sehr angenehm. Ja. Vielleicht liegt das aber auch daran, also das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, was ich sage, aber so eine Erfahrung, die ich mache, ist, ich habe kürzlich begonnen, alle Newsletter, die ich abonniert habe, zu deabonnieren. Ich glaube, bis auf 2. Mhm. Weil ich einfach so viele Newsletter bekommen habe, wo ich immer gedacht habe, das könnte ich mal interessieren, abonnieren. Und man liest es nicht mehr. Es macht das Mail-Postfach einfach voll und dann schmeißt man es weg. Gerade so bei so einem Facebook-Chat macht man halt beim Messenger, gerade wenn man mobil unterwegs ist, vielleicht noch eher auf. Und wenn dann darüber News reinkommen, und das war jetzt New York Times, gut, Wahl, besonderes Ding, aber wenn ich irgendwas verkaufen will, das könnte ja auch schon wieder ein neues Geschäftsmodell sein. Ja. Also ich glaube, das Versprechen ist schon ein großes. Also wenn man sich jetzt anguckt, im Moment haben wir es wahrscheinlich wirklich, wenn man später mal zurückblickt, mit relativ banalen Programmen zu tun, die dann irgendwie halt, weiß ich nicht, viel mehr, glaube ich, diese Newsbots oder so, das machen ja nicht viel mehr als zum bestimmten Schlagwort Nachrichten liefern. Aber wenn man sich überlegt, dass das wirklich so ein bisschen lernen könnte, dieses Ding, was mich interessiert und was mich nicht interessiert, also so ein Algorithmus wie in Google News drin ist zum Beispiel, Android-Leute kennen das, dass sie dann irgendwie so, du interessierst dich für, deswegen geben wir dir jetzt diesen Artikel etc. Und dann kann man, glaube ich, immer sagen, das interessiert mich nicht, ich möchte von dieser Quelle nichts mehr haben, ich möchte von dieser Quelle mehr haben etc. Das ist jetzt ja auch noch nicht so richtig ausgefeilt, künstliche Intelligenz, aber selbst das funktioniert ja schon relativ gut. Und das kann schon, glaube ich, interessant werden für News oder auch für jetzt kommt der Pädagoge raus, Bildungskontexte im Sinne von irgendwie, erzähl mir was darüber, erklär mir mehr dazu, das habe ich nicht verstanden, erklär mir mehr dazu, gib mir Übungsaufgaben zu dem und dem Thema etc. Auch da muss man sagen, es ist jetzt noch 2017 total banal, man kann Alexa, also die Computer, Alexa fragen, keine Ahnung, wie hoch ist der höchste Berg der Welt oder sowas. Aber so richtig ausgefeilte Nachfragen sind, glaube ich, noch nicht möglich. Aber sie ist schon ein bisschen besserwisserisch.
Kennt ihr das mit dem höchsten Berg der Welt? Nee. Dann sagt sie irgendwie erst Mount Everest, aber nur, wenn man nicht beachtet, dass das ja auch noch unter der Wasseroberfläche weitergeht. Oho. Und dann ist der sowieso Berg, ich hab's wieder vergessen, kein nachhaltiges Lernen, der höchste Berg der Welt. Aber es ist ja auch so, diese Systeme lernen natürlich jetzt auch durch die Benutzung. Ne? Ich denke mal, sicherlich wird Amazon mit Alexa im Hintergrund natürlich jetzt durch die vielen, vielen Fragen, die kommen, das System ständig schlauer machen wollen. Ja. Amazon übrigens sowieso ein gutes Beispiel. Die versuchen das ja auch schon sehr lange, dass die Startseite dir möglichst Dinge anbietet, die dich interessieren sollen. Das ist ja auch, ist das auch schon ein Bot, der da im Hintergrund ist? Funktioniert natürlich schlecht, weil wenn ich mal für meine Schwiegermutter irgendwas bestelle oder für eine Arbeitskollegin was bestellt habe, weil ich einen Prime-Account habe, hat es natürlich komplett meine Interessen durcheinander geschossen. Ich habe Sachen angezeigt, die mich nicht interessieren. Aber du hast gesagt, wir haben auch den Namen schon gesagt, wir werden ja nicht gesponsert von Amazon. Du hast mit dem Support-Chat von Amazon, da hast du auch schon mal so leicht ich hab merkwürdige Gedankengänge, sag ich mal. Also tatsächlich irgendwie diese ganzen Sachen, das ist ja alles zurückzuführen auf diese Algorithmen, die sich so halbwegs an das anpassen und relativ einfach auch auf das reagieren. Bei Amazon Kundenchat wäre so mein Verdacht, also ich weiß nicht, wie schnell man von Amazon abgemahnt wird, also ich könnte mir eine Welt vorstellen, in der das wäre gut. Der Amazon Kundenservice irgendwie zu 80% erstmal von einfachen Algorithmen abgearbeitet werden kann. Also bestimmt werden 80% der Fragen irgendwie ganz einfach zu beantworten sein. Und auch ganz einfach vom Computer zu erkennen sein. Also keine Ahnung, der will seine Sachen zurückschicken oder sowas. Das wird wahrscheinlich 70% schon erledigen. Und dann vermute ich mal, könnte man in dieser Welt dann so ein Programm haben, das sozusagen, wenn der Algorithmus das nicht mehr erkennen kann, es an einen menschlichen Chatpartner weitergeben. Allerdings weiß ich nicht, ob Amazon das wirklich so macht in der realen Welt jetzt. Im Moment mache ich es so, wenn ich mit Amazon chatte, mit dem Kundenservice, frage ich tatsächlich am Ende immer, habe ich mit einem richtigen Menschen gesprochen? Und frage immer, wo die sitzen geografisch. Und es waren bisher immer verschiedene Orte und auch immer so zumindest einige ganz gute Antworten so dabei. Also einmal sogar fast von Empörung. So, natürlich, hier sind es nur Menschen oder sowas. Wobei das ja auch noch nicht widerlegen würde, dass nicht vorher auch andere Leute mit weniger komplizierten Problemen von Bots abgespeist wurden. Das heißt also, du bist da schon ein bisschen mit Misstrauen rangegangen. Ne? Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Was macht denn das mit uns das so emotional? Ich, Also vielleicht kann man zwei Antworten darauf geben. Das eine ist, also langfristig, wenn wir vielleicht gleich mal sprechen, kann es natürlich so ein Misstrauen irgendwie viel größer machen, wenn man überhaupt nicht mehr erkennen kann, wo ist ein Mensch und wo ist nicht ein Mensch und wo kommt eine Information her. Gleichzeitig würde ich sagen, nicht ein Misstrauen an und für sich, weil ich glaube, wenn ich weiß, dass das ein Bot ist, dann ist es für mich auch nicht unbedingt problematisch. Also die Leute haben ja auch irgendwie alle, keine Ahnung, mit der Bahn oder mit dem Telefonauskunft. Müssen wir es für die unter 25-Jährigen klären, was die Telefonauskunft war? lange irgendwie gesprochen, ohne dass es ein Mensch war, wenn es ein Computer war. Das war sozusagen ein Telefonbot. Das ist ja heute bei ganz vielen Unternehmen ja auch so. Ja. Also bis man erstmal bei einem Sachbearbeiter ist, in irgendeinem Kundencenter beliebig, spricht man immer mit Computersystemen erstmal. Ja. Und also da kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen sich darüber aufregen, wenn diese Bots scheiße sind und mir nicht helfen. Ja. Aber ich glaube, an und für sich stört das jedenfalls mich nicht, wenn ich dann mit dem Computer spreche, wenn ich meine Fahrkarte umbuchen will oder sowas erstmal. Muss halt funktionieren, aber das müssen die Menschen auch, wenn sie dann mit mir telefonieren. Also ich würde jetzt noch nicht sagen, irgendwie der Bot an und für sich wäre schlecht oder würde mich misstrauisch machen. Oder zumindest in dem Kontext jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ist das dann in den sozialen Medien, also sozial, die ja darauf abziehen, dass da menschliche Interaktion stattfindet, noch was anderes? Genau, das ist wahrscheinlich eine andere Qualität, weil man immer davon ausgeht, dass man es mit anderen Menschen zu tun hat. Wobei auch das so ein bisschen aufweicht. Also so auf Twitter hatte ich schon auch so ein paar Bots, die ich mochte. Ich habe mal jetzt geguckt vor der Sendung, ich glaube, waren alle irgendwie nicht mehr aktiv, oder vielleicht nur temporär nicht aktiv. Meine Lieblingsbeispiele waren der Prost-Bot, der immer, wenn irgendjemand den Hashtag Bier genutzt hat, Prost geantwortet hat. Ja. Oder es gibt mehrere Oberlehrer-Bots, die auf bestimmte Rechtschreibfehler achten und dann sofort die korrigieren. Es gibt Beetlejuice, glaube ich, auch. Ne? Beetlejuice. Was macht der? Ich glaube, der meldet sich, wenn du dreimal Beetlejuice twitterst und dann schreibt er dich irgendwie an und sagt irgendwas Fieses oder so. Keine Ahnung. Okay, ja. Finde ich auch ganz nett. Und der ganz, ganz frühe, schon sehr ausgereifte Bot war ja der Trottelbot. Den kann man immer noch nachlesen. Ich glaube, der ist auch schon seit einem Jahr nicht mehr aktiv. Und ich weiß nie, was ich getan habe. Ich bin geblockt vom Trottelbot. Okay. Was hat er inhaltlich gemacht, der Trottelbot? Du konntest so ein bisschen, also er hat erstmal einfach Unsinn getwittert, so aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt. Ja. Und dann hat er aber auch manchmal reagiert, wenn du geschrieben hast. Also er hatte relativ einfache Phrasen, aber sehr viele verschiedene, mit denen du reagiert hast. Und es war schon interessant, dass ich manchmal so an mir beobachtet habe, dass ich irgendwie so
wenn er gefragt hat, wie es einem geht, zurückgeschrieben habe, gut, obwohl ich wusste, dass es ein Bot ist. Also etwas, das hat, glaube ich, was Spielerisches. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Bots gibt, mit denen man auch in sozialen Medien interagiert, ohne dass man es an sich blöd findet, wenn man weiß, was es ist. Mhm. Es gibt einen ganz schönen Bot in Hamburg, aber der ist nicht so sozial, der die Turmglocke von Michel twittert, glaube ich. Also dong, 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 ja, dong. Genau, ja. Okay. Den habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, es gibt es in mehreren Kirchen sogar. Also bestimmt, ja. Überall in Deutschland kann man dann zur vollen Stunde das Glockengeläut hören. Jetzt, das ist ja wirklich die Interaktion und wir haben uns ja noch gar nicht gefragt, warum gibt es überhaupt Menschen, die solche Social Bots programmieren? Einen Aspekt haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten vielleicht anderthalb, zwei Jahren kennengelernt, nämlich die Tatsache, dass solche automatisierten Systeme zum Beispiel bestimmte News teilen in deine Timeline rein, oder? Es hat, so macht es zumindest einen Anschein, auch wenn du irgendwelche Stichwörter benutzt, auf diese Stichwörter dir einen Artikel liefern. Ja, das ist, ja, aber das ist schon fortgeschritten, also dass die sozusagen auf mich reagieren. Also das erste war ja wahrscheinlich erstmal nur einfach Accounts, also das, weiß ich nicht, Politiker sich oder Parteien oder andere sich Follower gekauft haben. Mhm. Wahrscheinlich hat man inzwischen gelernt, dass es problematisch ist, weil es relativ schnell zu sehen ist über statistische Methoden, irgendwie, wann da plötzlich Tausende dazugekommen sind. Mhm. Dann glaube ich, jetzt sind wir da, dass es vor allem darüber geht, dass es retweetet wird und also oder Tweets gesetzt werden, um Themen zu setzen, um Trends zu setzen. Mhm. Sondern sie sieht, oh, ein Trending Topic, wo kommt das denn her? Mhm. Das war, glaube ich, so letztes Jahr bekannt nach der einen Debatte zwischen Clinton und Trump, dass es dann den Trump One Hashtag plötzlich gab, der dann ganz groß wurde und wohl von Bots gepusht wurde. Mhm. Dass die tatsächlich in meine Timeline kommen, ist dann ja nochmal ein neuer Schritt, weil erstmal merke ich das nicht. Ich gucke vielleicht auf Trending Topics, aber also ich jetzt nicht, aber vielleicht machen das Menschen oder Journalisten, gucken da drauf, das kann ja schon wirksam sein. Aber dass sie tatsächlich auf mich reagieren, sehe ich 2017 zumindest noch relativ selten, dass jemand auf mich reagiert. Mhm. Das würde ich aber erwarten als schon eine relativ einfache nächste Stufe. Das ist ja schnell zu machen. Also ein bisschen sieht man das, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, in einer Flüchtlingsdebatte war das manchmal, dass sie auf Refugees oder sowas dann reagiert haben. Aber ich glaube, das ist dann tatsächlich jetzt so die nächste Stufe, wo es erst die Anfänge dazu gibt. Also in der US-Wahl, es gab ja diesen Artikel, den du vielleicht auch gesehen hast, ich glaube, es war der Schweizer Tagesanzeiger, der so sinngemäß den Titel hatte, ich habe die Bombe zwar entwickelt, aber nicht geworfen, wo jemand, ein Psychologe aus der Psychometrie, ein System entwickelt hat, einen Fragebogen entwickelt hat, um Menschen einzuordnen auf 5 Skalen, was erstmal unkritisch ist, ein extrem langer Fragebogen. Und dann hat man ja halt eine Marketingfirma gesagt, wir haben jetzt dieses System benutzt, haben das an Facebook-Profile angepasst und können anhand der Likes Persönlichkeitstraits vorhersagen. Und die Idee war ja dann, dass diese Firma dann für die Trump-Wahlkampforganisation gearbeitet hat und Menschen entsprechend ihren ausgelesenen Informationen leicht variierte News in die Timeline dann gespielt haben. Wäre jetzt ja vielleicht auch eine Sache, die für die neue Bundestagswahl von Interesse sein könnte. Ja, wobei das technisch Mögliche ja immer noch nicht heißt, dass es menschlich viel bewirkt, weil erstens muss ich es tatsächlich mitkriegen. Also der müsste tatsächlich direkt auf mich antworten, so ein Algorithmus oder so ein Bot. Müsste tatsächlich, wenn ich was irgendwie dazu schreibe, mir antworten und dann müsste ich es auch noch irgendwie wahrnehmen. Und dann müsste es mich ja auch noch in die richtige Richtung beeinflussen. Und das ist nochmal ein ganz neues Kapitel, wo ich komplett ahnungslos bin, ob das denn wirklich so ist. Mein Eindruck wäre eher, dass die meisten Menschen eher so einen Confirmation Bias haben, dass sie erstmal, egal was kommt, das, was sie vorher haben, bestätigt sehen. Mhm. Und wenn jemand was dagegen sagt, bestätigt sie das aber eher noch mehr in ihrer Haltung. Das ist ja genau die Kritik an diesem Artikel, der dann ja am Ende das so dargestellt hat, dass damit Wähler dazu gebracht worden wären, Trump zu wählen. Das war ja gar nicht die Idee, sondern eher das zu konsolidieren. Ja. Oder Menschen, die den Anschein hatten, in die Richtung zu tendieren, in ihrer Meinung zu bestärken. Das funktioniert ja durchaus. Und gerade bei Facebook kann man ja tatsächlich durch gekaufte Inhalte einfach die Sachen in deine Timeline reinspülen. Und wenn du das dann auch noch gut findest und das deine politische Meinung trifft und du teilst das, dann hat man dich als Multiplikator für etwas, für das du gar nicht mehr bezahlt hast. Also das ist ja schon, denke ich, eine Sache, die recht gut und funktionieren könnte. Ja. Also ich bin gespannt, was 2017 noch kommt. Also was wir auch noch selten sehen und natürlich tatsächlich eine reale Gefahr ist, dass Leute auch einfach erschlagen werden, indem sie irgendwie bombardiert werden mit Nachrichten, also quasi stillgelegt werden, weil sie einfach gar nicht mehr kommunizieren können, weil einfach 1000 Sachen auf sie einprasseln von allen Seiten. Mhm.
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das schon mal so im deutschsprachigen Raum hatten als Beispiel. Mhm. Kann ich mir aber schon durchaus vorstellen, dass wir es vielleicht noch im Bundestagswahlkampf 2017 sehen. So eine quasi wie eine soziale DDoS-Attacke oder sowas. Mhm. Das dann, keine Ahnung, vielleicht auch irgendein Politiker-Account oder vielleicht auch irgendwie, das kann man ja auch einfach anhand von, keine Ahnung, da ist irgendjemand, der hat was mit einem unliebsamen Hashtag getwittert, wurde 100-mal gefafft, sagt man auf Twitter nicht mehr, was hat man 2017 geherzt? Ich weiß nicht, gehartet? Ich habe keine Ahnung, was man dazu sagt. Also erfolgreich. Positiv bewertet, um es mal sachlich. Ja. Und dann schicke ich irgendwie mal irgendwie 1000 Bots auf den los, die dem antworten und so weiter. Und dass ich dann überhaupt nicht mehr sehe in den 1000 Antworten, was kommt denn von anderen Leuten, auf die ich wirklich eingehen würde. Jetzt, wir sehen ja nun eigentlich schon, dass gekaufte Likes und Kommentare und Trolle, also es müssen ja nicht mal unbedingt Bots sein, sondern einfach Trolle, die sich in die politische Diskussion einmischen, da durchaus ein Thema für sich kapern können und die Diskussion durchaus beeinflussen können. Und da ist ja bei vielen immer so der Reflex zu sagen, ja okay, da müssen wir halt irgendwie dafür sorgen, dass das nicht mehr passieren kann und wollen dann irgendwelche restriktiven Maßnahmen ergreifen. Wärst du dafür, dass man zum Beispiel für Parteien es quasi noch mehr darauf achtet, dass die keine Likes und Kommentare kaufen können für ihre Facebook-Posts oder irgendwie, dass Bots verboten werden? Oder wie soll man damit umgehen? Also so eine Selbstverpflichtung der Parteien, wie wir sie ja in Deutschland so im Moment sehen, ist natürlich jetzt keine Garantie für irgendwas, hilft aber schon. Also auch der soziale Druck, der sozusagen darüber entsteht, macht es für die ja viel, viel schwieriger, das dann doch mal zu machen. Sie können es immer noch machen, es kann im Zweifelsfall nur im Einzelfall aufgedeckt werden, aber der Schaden für die Parteien wäre deutlich größer. Insofern würde ich sagen, Selbstverpflichtung, gute Idee, kann nicht schaden. Die anderen Ansätze, die ich sehe, die so in der Debatte bisher sind, sind jetzt alle nicht so richtig auf die real existierende Situation anpassbar. Also was war das eine? War Kennzeichnungspflicht für Bots. Da ist schon relativ schwierig, überhaupt Argumente zu bringen, weil es da so hanebüchen ist. Also die Leute, die solche Bots dann in Tausenden oder Zehntausenden oder Hunderttausenden vermieten, sitzen wahrscheinlich, wie soll man sagen, also, die werden nicht sagen, oh, da gibt es jetzt eine Kennzeichnungspflicht, dann sollte ich das nicht machen. Schade. Dann geht es ja auch davon aus, dass es irgendwie, dass die Technik sozusagen von sich aus böse und problematisch wäre. Muss es ja aber nicht sein. Es kann ja durchaus sein, dass es irgendwie auch Social Bots gibt, wo wir sagen, das ist jetzt nicht, also was soll es auch sein, wenn es nur eine missliebige Meinung ist, wollen wir das dann verbieten, die nicht zum Mainstream gehört? Auch das ist schwierig. Dann gibt es ausgefeiltere Vorstellungen, wie so eine Algorithmenzulassungsstelle. Hört sich sehr interessant und verführerisch also an. Aber TÜV für Bots genau, im Prinzip. Ja, so wie, also als Vorbild wird immer so Umweltverträglichkeitsprüfung genannt. Aber auch da würde ich sagen, ich glaube nicht, dass die russischen Programmierer, die armen russischen Programmierer, müssen wir als Beispiel herhalten. Ne? Ja. Gibt bestimmt noch andere. Aber die Programmierer dann sagen, ah ja, richtig, wenn mein Algorithmus auch in Deutschland zum Einsatz kommen sollte, sollte ich mich vorher mal in Bonn bei der Zulassungsstelle für Algorithmen melden. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Letztlich denke ich, wenn man irgendwo ansetzen kann, dann müssen die Betreiber das machen. Die halten sich ja extrem zurück in Äußerungen darüber. Wir wissen gar nicht, wie sehr Facebook, Twitter etc. Das Thema intern auf der Agenda haben. Also auf Agenda haben sie sicherlich, aber ob da quasi die Hälfte der Mitarbeiter gerade schlaflose Nächte deswegen hat oder nur zwei Leute, die irgendwo im Keller sitzen und das mal auf den Zettel bekommen haben. Ich vermute irgendwas dazwischen. Weil es wird ja immer gesagt, naja, sie haben gar kein Interesse, das zu bearbeiten, weil sie leben davon, dass sie hohe Zahlen haben etc. Oder die Werbekunden hohe Klickzahlen haben. Ja gut, aber es müssen ja auch echte Kunden eigentlich genau, sein. Genau, langfristig funktioniert das ja nicht. Also erstens müssen es Bots kaufen nie was. Ja. Insofern ist es für einen Werbetreibenden langfristig nur teuer, weil dann Leute da draufklicken, die nichts bringen. Und zum Zweiten zersetzt sich dadurch halt auch das Vertrauensverhältnis. Also wenn ich irgendwie einer Plattform so misstraue, dass ich immer nicht mehr weiß, ist das ein Bot oder nicht, nehmen wir mal Twitter als Beispiel, ist das für Twitter existenzgefährdend. Twitter ist sowieso existenzgefährdend, schlechtes Beispiel. Ja. Weil es ist ja so, dass es nachher umschlägt, wenn ich nur 1% oder weniger als 1% meiner Follower nicht weiß, ist das ein Bot oder nicht. Meine Follower ist es mir egal. Leute, mit denen ich rede. Dann weiß ich ja im Zweifelsfall bei 100% nicht mehr, ist das jetzt ein Mensch oder nicht? Also gehört dazu diesen 1% oder nicht? Und es kann dann eben auch nach hinten losgehen, dass ich sozusagen einem echten Menschen unterstelle, ein Bot zu sein. Und das kann auf Dauer problematisch sein, glaube ich, für das Vertrauensverhältnis. Also es hat so ein vergiftendes Potenzial.
Das, was ich ganz interessant finde, ist in deinen Ausführungen, du sagst, es gibt Indizien, dass es ein Bot sein könnte und ich mache folgende Schritte, um das mal zu überprüfen. Das ist im Kern das, was wir immer wieder auch predigen. Eigentlich ist das Quellenkritik. Und zwar, die Quelle ist ein Tweet oder ein Facebook-Posting oder eine Anfrage. Mhm. Und was du dann tust, ist das, was man sowieso eigentlich bei aller Information, die man bekommt, tun sollte, nämlich Quellenkritik zu betreiben. In deiner Arbeit als Medienpädagoge, du hast, wir können das vielleicht auch mal sagen, auch ein Buch geschrieben zum Beispiel zum Thema Mein Kind ist bei Facebook, so ein Ratgeber mit einem Co-Autor zusammen. Können wir ja mal einblenden, während ich weiterrede. Wie sehr gehst du als Pädagoge mit dem Thema Quellenkritik um? Ist das etwas, was du auch immer wieder streifst oder nur implizit streifst? Mhm. Ja, das Interessante ist ja, ganz am Anfang von dem, was du gerade gesagt hast, dass ihr immer wieder darauf kommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so, es gibt so bestimmte Grundmuster, die so grundlegend sind, dass man sie auf die verschiedenen Medien und verschiedenen Phasen dann anwenden kann. Also dieses Facebook-Buch, da können wir jetzt, glaube ich, ganz viel Werbung für machen, weil es wird kein Mensch mehr kaufen, weil keine Eltern sind mehr besorgt, dass ihre Kinder bei Facebook sind. Also vielleicht die drei oder vier. Ja. Noch, aber also, ja. Also ich glaube, ich habe noch zwei Exemplare irgendwie im Büro stehen, wenn noch jemand möchte. Okay. Aber tatsächlich... Wie alt ist das Buch? Der Verlag, in Facebook-Alter unglaublich alt. Also 4 Jahre okay. oder sowas. Also, okay. Das heißt, die Screenshots von Facebook sehen auch gar nicht mehr so aus, wie Facebook genau, heute aussieht. Genau, daran könnte man es eigentlich festmachen. Das Buch hat zwei Teile. Das erste ist mal etwas platt gesagt eine Facebook-Anleitung. Ja. Diesen Teil des Buches braucht kein Mensch mehr. Also erstens, weil es nicht mehr so aussieht, und zweitens, weil die Leute, die da sind, das begriffen haben, wie es funktioniert. Der zweite Teil ist dann so der medienpädagogischere, wo wir so grundlegende Verhaltensmuster beobachten und Problematiken und Möglichkeiten und so weiter. Und da würde ich behaupten, die sind tatsächlich immer noch gültig, auch jenseits von Facebook. Also sind sie angelegt gewesen. Mhm. Da geht es dann zum Beispiel um sowas wie Vertrauen im Netz, aber auch das Gegenteil, weiß ich nicht, Cyberbullying oder sowas. Mhm. Und auch wenn das die Plattform wechselt oder die Form ein bisschen anders ist, wenn man es grundlegend verstanden hat, kann man es auch auf der nächsten Form verstehen. Mhm. Und das ist auch was den Medienpädagogen, glaube ich, 2017 auf der Agenda stehen muss. Wir müssen immer die grundsätzlichen Sachen den Leuten ermöglichen zu verstehen. Also es reicht nicht, wenn die Leute wissen, sie müssen mit welcher Maustaste wie oft wo draufklicken oder sowas. Das sieht nächsten Monat schon wieder anders aus. Mhm. Oder heute klickt man nicht mehr mit der Maus. Das sieht man auch schon wieder, wie alt ich bin. Mhm. Mit den pädagogischen Zeitaltern. Aber wenn die verstehen, wie bestimmte Mechanismen funktionieren, wie diese Maschine tickt sozusagen, dann können die auch mit dem nächsten Facebook was anfangen, und was dahinter kommt und so weiter. Und das ist, glaube ich, bei der Quellenkritik auch so. Der Deutschlehrer Philipp Wampfler hat gerade ein tolles Buch geschrieben über digitalen Deutschunterricht und der sagt zum Beispiel auch, Quellenkritik gab es auch schon ganz, ganz früher und jetzt hat es halt andere Formen und andere Mechanismen und so weiter. Mhm. Und im Grunde ist es aber nochmal das Gleiche. Man muss erstmal so das Grundlegende, wie Quellenkritik funktioniert, verstehen und dann kann man es in ganz verschiedenen Formen anwenden. Mhm. Sind die Leute in deinen Augen vielleicht unkritischer geworden, weil so viel Information da ist? Nö. Ich habe jetzt so lange noch was gesagt. Also ich würde eher sagen, wir lernen eigentlich gesellschaftlich im Moment relativ rasant. Mhm. Also wir sind immer hinterher, weil die Technologie sich noch schneller entwickelt, als wir lernen. Mhm. Aber ich würde glauben, dass die Entwicklung eher dazu führen, dass man relativ schnell Sachen grundlegend nochmal in Frage stellt, die man vorher als selbstverständlich gesehen hat. Mhm. Also auch, weiß ich nicht, unser Verhältnis jetzt zu Medien, dass die vielleicht gar nicht immer alles 100% korrekt darstellen etc. Mhm. Das ist ja was jetzt neu aufkommt, was aber nicht irgendwie so, dass es vor 20 Jahren nicht so gewesen wäre. Mhm. Da lernen wir dann relativ schnell, wie wir mit privaten Dingen umgehen, lernen wir relativ schnell. Wenn man sich politische Entwicklung anguckt, Brexit war quasi eine politische Bildungskampagne für Europa, weil die Leute gelernt haben, was auch an der Europäischen Union interessant und hilfreich ist etc. Mhm. Wir lernen teilweise schmerzvoll, würde ich behaupten, durch Fehler und durch Ausprobieren und sowas. Aber ich würde glauben, insgesamt ist es anstrengend, aber pädagogisch spannende Zeiten. Mhm. Wie sehr hat das mobile Internet die Welt verändert? Also die Tatsache, dass jetzt wirklich das Internet überall dabei ist. Da kann man 3 Stunden drüber reden. Also tatsächlich glaube ich, dass es... Dann sag viel oder sehr. Ich greife mal einen Punkt, den du vorhin genannt hast, auf. Du hast gesagt, so die richtige Unterscheidung zwischen da ist das Digitale und da ist die reale Welt oder sowas. Das ist irgendwie dadurch nicht mehr da. Also
durch diese Geräte stecken wir ständig im Digitalen drin und das Digitale steckt überall drin. Mhm. Und ich nehme immer gerne als Gegenbeispiel so 1999 Boris Becker mit der AOL-Werbung. Boris Becker hat sich halt in den Tisch gesetzt, einen Laptop gehabt und hat dann geguckt und gesagt, bin ich da schon drin oder was? Mhm. Und da war halt klar, er hat irgendwie sich irgendwo hingesetzt, das Internet hatte einen Ort und hatte auch eine Zeit, er hat das nämlich angemacht und ist reingegangen. Mhm. Und dann ist er auch wieder rausgegangen und war sozusagen raus aus dem Internet. Mhm. Also, wie mit dem schnurchelnden Modem, was dann irgendwie die Verbindung aufbaut, genau, und so. Genau, und wir haben irgendwie dann für 53 Minuten Internetnutzung, das hat eine AOL am Anfang gekostet, 10 Pfennig pro Minute. Irgendwie so, ja, ja, genau. Und man hatte dann hinterher 1000 Vorwahlnummern, wo es dann ein bisschen billiger war. Man musste dann immer gucken, zu welcher Tageszeit. Für Telefonieren, ja. Ja. Auf jeden Fall war so irgendwie klar, das war sozusagen so ein klar abgegrenzter Raum und klar abgegrenzte Zeit. Und mit diesen Geräten jetzt hier ist es halt immer überall dabei und überall drin oder sowas. Und dadurch ist es tatsächlich eine größere Selbstverständlichkeit da und eine größere Verwobenheit, gibt es das Wort, mit dem Rest der Welt. Also das Digitale ist nicht mehr da und der Rest der Welt da, sondern das Digitale und der Rest der Welt sind miteinander so verwoben, dass es quasi kaum noch zu trennen ist. Mhm. Was auch sowas heißt, wie dass so ein Konzept wie Medienkompetenz kaum noch zu gebrauchen ist. Weil wenn Medien überall drin stecken, dann sind plötzlich alle Sachen davon betroffen. Und dann betrifft es plötzlich alles. Und ich glaube, es war die Hamburger Lehrerfortbilderin Lisa Rosa, die mal gesagt hat, dann landet man letztlich irgendwo bei sowas wie Weltkompetenz. Ja. Oder einfach Kompetenz. Und, ja, genau. Und, das macht es aber auch so schwierig, damit umzugehen, weil man eben nicht mehr sagen kann, dafür müssen irgendwie so ein paar Leute, die auf Medien spezialisiert sind, zuständig sein, sondern plötzlich sind alle davon betroffen. Mhm. Und das ist in den Bildungseinrichtungen extrem schwierig, wenn alle davon betroffen sind, weil man hat immer gehofft, erst hat man gehofft, es geht wieder weg. Mhm. Vielleicht ist das doch irgendwie nur so eine Mode, die vorbeigeht mit dem Internet. Mhm. Und dann hat man gehofft, auch in Unternehmen übrigens, das reicht, wenn sich dann eine Abteilung darauf spezialisiert. Da ist so die Digitalabteilung, die macht das jetzt. Und alle anderen können weitermachen wie bisher. Puh, Glück gehabt. Mhm. Und dann hat man gemerkt, das ist auch nicht so. Also es hat in allen Abteilungen Auswirkungen und auf allen Arbeitsebenen. Und bei der Bildung genauso. Und das macht es ja viel, viel schwieriger, wenn plötzlich alle betroffen sind und sich die ganzen Grundlagen in Frage stellen etc. Was sagst du einer besorgten Mutter, die zu dir kommt und sagt, Herr Musmehrholz, mein Sohn ist jetzt 14 und er hat ständig dieses Handy in der Hand. Soll ich ihm das wegnehmen für ein paar Stunden am Tag? Was würdest du so einer Dame raten? Ja. Wie viel Zeit habe ich ihr zu antworten? Also wenn ich ein paar Minuten mehr habe, erzähle ich ihr von Harry Potter 7. Mhm. Von Hermines Handtasche mit unaufspürbarem Ausdehnungszauber. Das ist eine magische Handtasche und da ist alles drin. Also die ist nur so groß, aber da holen die Helden aus diesem Buch halt immer alles raus. Zelt, Kleidung, Bücher, Waffen, magische Gegenstände, ich weiß nicht was. Mhm. Und interessanterweise ist diese Handtasche umgekehrt. Eigentlich ist interessant, was die jeweils da rausholen. Mhm. Diese Handtasche ist dann so ein bisschen nur das Transportmittel sozusagen. Mhm. Und ich versuche Leuten den Blick auf das Smartphone so zu lenken, dass ich sage, guckt doch mal, was genau euch eigentlich gerade daran interessiert oder was euch gerade daran stört oder was ihr für gefährlich haltet oder sowas. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das verniedlichen, sagen wir Handy dazu, das ist das Telefon, die Telefonfunktion da dran. Also im Zweifelsfall stört die kaum noch jemanden. Mhm. Also es ist insofern, ist das ja ein Computer, der 1000 Funktionen hat und Telefonieren ist eine davon. Mhm. Und die Frage ist dann, was von den 999 anderen finden wir gerade problematisch, bedrohlich, gefährlich, toll, bunt, demokratisch etc. Mhm. Also was holt Hermine gerade aus ihrer magischen Handtasche heraus? Mhm. Und da kann man dann mal gucken, was ist es genau, was wir eigentlich da komisch finden. Mhm. Wenn das jetzt der E-Book-Reader ist und das 14-jährige Kind liest den ganzen Tag Bildungsromane, würde wahrscheinlich doch die selten eine Mutter sagen, oh Gott, sie muss aufhören, diese Bildungsromane zu lesen. Ja. Während das, keine Ahnung, was haben Mütter so für Sorge, wenn das ein Gewaltspiel ist, sowas, ist es irgendwie ganz was anderes. Wenn das 14-jährige Kind ständig mit Freunden chattet, ist auch schon interessanter. Wir werfen den Kindern vor, dass sie vollkommen isoliert sind und noch auf dieses Gerät starren. Mhm. Und sie verbinden sich aber da offensichtlich mit anderen Menschen. Also so isoliert kann das nicht sein. Das heißt, das Erste, was ich immer gucken würde, kriegt man es noch hin, mit dem Kind darüber zu reden, was macht es da? Und dann wird es noch viel schwieriger. Wir Pädagogen finden dann immer toll, wenn man es erstmal sich wertfrei anguckt. Also nicht daneben setzt und nach einer Minute sagt, ja, aber kannst du dir nicht vorstellen, dass du einfach noch rübergehst und mit dem sprichst, statt mit ihm zu chatten oder sowas? Mhm. Dann würde ich erstmal gucken und verstehen. Mhm. Und jetzt wird schwierig, weil 14-Jährige kannst du vergessen. Also bei dem Facebook-Buch damals, als mein Co-Autor Thomas, damals Thomas Pfeiffer und ich auf Vorträgen waren, war immer die Frage, ab wann muss mein Kind denn zu Facebook, ab wann kann ich es nicht mehr aufhalten? Mhm.
Also es war immer die Hoffnung, so lange wie möglich herauszuschieben. Und die Antwort bei den meisten Medienpädagogen war, naja, eine Facebook-Nutzungsbedingung steht ab 13, also auf keinen Fall vorher. Und da würde ich schon als erstes widersprechen und sagen, naja, irgendwie willst du dem Kind als erstes beibringen, dass es darum geht, was in diesen Nutzungsbedingungen steht oder was du für richtig hältst. Und das Zweite ist, dass ich dann gesagt habe, wenn das Kind schon mit 11 zu Facebook will, toll, weil dann könnt ihr noch Bedingungen diktieren und sagen, okay, du kannst zu Facebook, aber nur, wenn wir uns jetzt, solange du 11 bist, da zusammen hinsetzen. Und ich da erst mal bei dir über die Schulter gucken kann, solange du 11 bist. Und wir gucken uns das gemeinsam an, wie das funktioniert und legen ein paar gemeinsame Konventionen fest etc. Das ist nicht lange durchzuhalten, das ist klar und vielleicht auch nicht wünschenswert. Vielleicht braucht das Kind dann auch diesen Freiraum. Nein, nicht vielleicht, sicher braucht es diesen Freiraum. Aber mit 11 hat man noch die Chance, sich da gemeinsam davor zu setzen. Wenn man es dem Kind verboten hat, bis es 14 ist, hat man keine Chance, irgendwie sich mit seinem Kind dazu hinzusetzen. Dafür sind 14-Jährige irgendwie nicht gemacht. Oder deren Eltern nicht. Und der Druck wahrscheinlich bis dahin auch schon so groß geworden ist. Die haben ja so längst das irgendwie dann unterm Tisch statt auf dem Tisch ausprobiert, ja. Das ist aber, finde ich, eine wunderbare Antwort, auch wenn sie lang ist, aber sehr gut, weil im Kern steckt darin eigentlich ja die Antwort, liebe Mutter, wissen Sie überhaupt, was Ihr Kind da macht? Ja. Und dann reden wir weiter. Also genau der Aspekt, dass Eltern auch in der Pflicht sind, dann sich mit ihren Kindern auseinanderzusetzen und nicht alles wegzudelegieren an die Eltern, an die Lehrer oder an die Tagesbetreuung oder sonst wen, sondern man muss sich dann schon auch aktiv darum kümmern, was die Kinder tun. Und es ist... Also es ist schwierig, weil tatsächlich irgendwie, das kann ja auch nach hinten losgehen und übergriffig wirken. Also einem 14-Jährigen zu sagen, zeig mir mal, was du da machst. Boah. Hart. Geht in vielen Fällen eigentlich auch nicht. Also im Sinne von, erzähl mir mal, was du da machst, damit ich das verstehe, kann ich mir vorstellen als Gesprächsangebot, aber es ist natürlich extrem schwierig. Und ich fände es tatsächlich problematisch, einem 14-, 15-Jährigen zu sagen, ich kontrolliere das Gerät. Ja, also wenn man sich überlegt, was ein 14-, 15-Jähriger vielleicht damit macht. Naja. Extrem schwierig. Aber eigentlich ja sollte es ja so sein, dass ein gewachsenes Vertrauensverhältnis da ist. Also das ist sowieso der Austausch. Natürlich finden wir Pädagogen das ganz toll, aber die Realität ist eben nicht immer da, ja. Und dann ist es schwierig. Wir müssen noch darauf zu sprechen kommen, dass jemand, der gerne mal verstehen will, wie so ein Social Bot funktioniert, das bei dir auch feststellen und sich angucken und selber lernen kann und ausprobieren kann. Ja, also zumindest würde ich sagen, ausprobieren ist so, dass Tollste, was man machen kann, um Social Bots zu verstehen. Und man muss vielleicht auch gar nicht unbedingt programmieren lernen, um das zu können. Wobei man sagen muss, diese Social Bots sind tatsächlich relativ einfach. Also könnte sogar ich, das würde viel heißen. Aber tatsächlich hilft es, glaube ich, erstmal im Kopf zu verstehen, wie so ein Algorithmus funktioniert. Denn so ein Social Bot ist ja ein relativ banaler Algorithmus erstmal. Und wir haben da mal was vorbereitet. Ah, wunderbar. Also, so, jetzt müsst ihr mir sagen, wo ich das hinstellen muss, dass man das sieht. Wir nehmen das mal hier weg und dann kommt die Kamera von da. So, spiegelverkehrtes Denken. Ja. Das ist ein Lernbass, heißt er bei uns umgangssprachlich, ein Bassomat, wo wir Phrasen mit generieren. Das heißt, wir haben hier so vier verschiedene, wie nennt man das denn wohl? Komponenten eines Satzes, die zusammen eine Phrase ergeben. Und jetzt kann man jede einzelne davon umbauen und dann ergibt sich eine neue Phrase und dann kommt halt am Ende ein Satz dabei raus, der mal mehr, mal weniger Sinn ergibt. Für Leute, die das jetzt am Computer hören, man kann das im Internet auch digital machen. Bassomat.de ist die Adresse. Kann man mal einblenden, genau. Web 2.0 ist völlig nüchtern betrachtet das neue Latein für den Waldbestand Deutschlands. Macht jetzt nur so mittel viel Sinn. Also sagen wir mal so, einer von drei macht tatsächlich plausibel viel Sinn. Und dazu muss man sagen, dass es insgesamt 7.098.481 Phrasen gibt, die damit erstellt werden können. Wie dick ist jedes einzelne Päckchen hier? Wie viel Komponenten? Vierte Wurzel aus 7,8 Millionen. Hinten steht der Name drauf. Ich habe jetzt so die Fakten. 50, also um die 50. Um die 50, okay. Ne? So grobe Richtung. Ja. Das Ganze funktioniert digital eben genauso. Also man kann diese vier Dinge verändern. Und das ist ja relativ banal. Ja? Also wir haben uns 4x50 Begriffe ausgedacht. Und wir haben übrigens das dann auch auf Twitter, Hashtag Lernbass, laufen lassen. Und es erstaunlich viele Leute springen auf irgendwas an, was da zufällig entstanden ist, weil sie es für eine echte These halten. Okay. Also es ist so ein bisschen schon wie so ein Bot. Das heißt, da ist irgendwas vollkommen zufällig zusammengewürfelt worden. Und der Bot ist ja relativ einfach programmiert, könnte man sagen. Also man müsste jetzt sagen, was ist denn die Arbeitstrennung zwischen Mensch und Maschine bei diesem Bot? Man hat sich so eine Struktur ausgedacht, dass ein Satz immer in vier Teile zerlegt werden kann in dem Fall. Man hat es gefüttert mit Inhalten, also welche Begriffe stehen da auf welchen Karten.
Und den Rest macht die Maschine. Die Maschine kann dann plötzlich diese, die hat ja diese große Rechenpower, 7,8 Millionen verschiedene Varianten ausliefern. Und jetzt kann man sich das überlegen, wie würde man das auf Twitter umsetzen? Jetzt könnte man sagen, natürlich kann man das einfach immer so zufällig twittern. Man könnte aber auch sagen, man programmiert einen Twitter-Bot und sagt, reagiert immer auf das erste Wort, was hier als Subjekt, gemeines bin ich, Subjekt heißt das am Anfang des Satzes, steht. Und wenn er das irgendwo anders sieht, reagiert er. Also jemand twittert, sagen wir mal, du twitterst über, was haben wir gerade? Die Maker-Bewegung. Genau, ich stelle mal ein bisschen was anderes um, dass wir ein schönes Beispiel haben. Die Maker-Bewegung ist völlig nüchtern betrachtet das neue Latein für reaktionäre Kräfte. Kann noch schöner werden. Das ist auch schon eine, gute Aussage. Aber darüber könnte man schon wieder... Die Maker-Bewegung ist konsequent eingesetzt, eine Offenbarung für reaktionäre Kräfte. Okay. So. Gut. Also du twitterst über die Maker-Bewegung. Der Bot sucht immer auf Twitter, wann hat jemand was von dieser ersten Karte getwittert, die Maker-Bewegung. Und er antwortet dir also, indem er einfach die Maker-Bewegung nimmt und eine beliebige Phrase da hinten dran stellt. Und ich glaube tatsächlich so zumindest jeder dritte Tweet würde bei dir so ankommen im Sinne von, das könnte ernst gemeint sein. Mhm. Wenn man dann als Profil auch nicht Bot da drauf schreibt, sondern Hans Hase oder sowas, dann ist das ein mit einfachsten Mitteln gemachter Bot, der ja auch irgendwie nicht besonders sophisticated ist. Also es ist keine große Intelligenz dahinter. Und trotzdem würde er schon, sagen wir mal, in jedem dritten Fall irgendwas vermeintlich Sinnvolles produzieren. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das natürlich noch viel ausgefeilter sein könnte, kann man sich relativ schnell vorstellen, dass diese Bots doch schneller intelligent, vermeintlich intelligent werden können, als wir uns das bisher so vorstellen. Und zum Zweiten kann man, wenn man das zum Beispiel im Workshop oder im Unterricht macht, auch so mit Papier, Phrasengeneratoren, auch die Manipulationsanfälligkeit sehen. Weil zum Beispiel über die Auswahl der Begriffe ja sehr stark beeinflusst ist, ob der andauernd was Tolles oder was Negatives twittert. Man könnte die Aussagen von all diesen Sachen umkehren, indem man überall das Wort nicht einfügt. Man könnte sagen, man baut es überall so um, dass das eine bestimmte politische Richtung hat, die Aussage etc. Und da sieht man dann, ohne dass man überhaupt irgendwas programmieren müsste, anhand einfach vielleicht nur von diesen Papiersachen, die man da bauen kann, die Mächtigkeit von relativ einfachen Algorithmen. Woran liegt das denn dann, dass man darauf reagiert? Weiß ich jemand mit dem, also wenn man das mit der Maker-Bewegung gleich, weiß ich jemand mit dem, was ich in die Welt hinausrufe, beschäftigt und mich dann spiegelt? Ist das, was für uns den Reiz dann ausmacht, auf sowas zu reagieren? Also ich würde auch vermuten, dass sozusagen immer eine Verbindung hergestellt werden muss, damit es wirksam wirkt. Also es muss eine Verbindung zwischen dir und mir, dem Bot, hergestellt sein. Und die könnte tatsächlich relativ einfach sein über diesen einen Begriff. Während wenn du jetzt irgendwie gerade über die politische Situation in den USA geschrieben hast und mein Bot schreibt was über Kochrezepte als Antwort, du relativ schnell sagen würdest, was ist das? Hat nichts mit mir zu tun, interessiert mich inhaltlich nicht, etc. Also war technologisch eigentlich genau das Gleiche. Das ist schon spannend. Also dass genau dieser Bezug bei uns als Menschen, als kommunikative Lebewesen, sowas sofort auslöst. Ja. Ne? Also ich würde vermuten, wenn man sowas baut hier und man programmiert den Bot so, dass er auf zwei Begriffe guckt. Also er hat sozusagen dann eine Aussage, die sehr ähnlich meiner ist, aber inhaltlich was anderes. Also nehmen wir an, du hast geschrieben, die Maker-Bewegung ist konsequent eingesetzt, eine Offenbarung für reaktionäre Kräfte. Und dann sage ich, ja, okay, diese Begriffe habe ich hier bei mir drinne. Vielleicht habe ich auch mehr als 50 Karten da drauf, jeweils 5000 oder sowas. Und dann bastel ich die anderen zwei um, nämlich die Maker-Bewegung ist rückblickend eine Offenbarung für das Bildungsverständnis. Dann würdest du ziemlich sicher sein, erstmal, dass das irgendwie jemand ist, der deinen Tweet gelesen hat und darauf reagiert. Ja, klar. Weil das so eine Stärke ist. Ja, so sind wir gepolt. Also. Ja. Also wir erkennen vermeintlich dann irgendwie Ähnlichkeit. Das ist irgendwas, was eine Verbindung zu mir hat. Gucke ich mir näher an. Eigentlich sollte ein Bot-Programmierer werden. Ja, eigentlich wäre das auch ein spannendes Forschungsgebiet. Normalerweise. Wie sieht denn das so in der Forschung für Medienpädagogen aus? In der Zeit, wo ich einen Antrag geschrieben habe für ein Forschungsprojekt, ist das, worüber ich forschen will, eigentlich schon nicht mehr en vogue, oder? Ist das die Realität? Das ist tatsächlich ein real existierendes Problem, würde ich sagen. Also es gibt jetzt noch so ganz spannende Facebook-Artikel, die in den medienpädagogischen Fachzeitschriften erscheinen. Aber es gibt auch ganz viele andere, also muss man sagen, es hört sich jetzt an, als würde ich ganz normal über Medienpädagogik schimpfen. Gar nicht, also die meisten sind extrem interessiert und aufgeschlossen unterwegs. Forschung ist aber tatsächlich ein Problem. Interessant ist, wenn die Forschungsprojekte eben rausarbeiten können, was ist das Grundlegende dahinter, was jetzt neu ist, was jetzt anders ist, was Antworten gibt auf die grundlegenden Fragen, die wir haben. Und eben nicht nur, wo muss man bei Facebook was einstellen oder sowas. Also
bleiben wir bei den Facebook-Einstellungen zum Beispiel, da muss man sagen, es beginnt halt mit den Einstellungen in deinem Kopf, was du an Privatsphäre preisgeben willst und was nicht. Und die musst du für dich klar haben und dann kannst du es an den Facebook-Einstellungen, an diesen Rädchen quasi drehen, dass es halbwegs das abbildet, was du gut und richtig findest. Und wenn du das aber gelernt hast in irgendeiner medienpädagogischen Maßnahme, dass du dir erstmal im Kopf drüber klar werden musst, was du willst, was für dich gut und was für dich richtig ist, dann kannst du es wahrscheinlich auch mit dem nächsten Dienst nach Facebook machen. Wenn du gelernt hast, wie Selbstdarstellung funktioniert und wie viel du von dir preisgibst, dann kannst du vielleicht auch mit Musical.ly anders umgehen als ohne. Das heißt, die Rädchen erstmal im Kopf und dann kann das Profil auch komplett öffentlich sein, weil ich dann nicht jeden Scheiß da reinschreibe. Vielleicht, oder? Also das ist, wir haben in dem Facebook-Buch das Beispiel, dass es, wir es durchaus für legitim halten, übrigens viele Medienpädagogen haben es dafür sehr stark kritisiert, dass man eine Liste hat, man kann seine Freunde Listen einteilen, eine Liste namens Betrunken. Und wenn man dann irgendwie den Zwang hat, dass man betrunken irgendwas posten will, dann hat man zumindest noch die kleine Hürde, besser dass man dahin. Sagt, besser an diese Liste, wenn man das dann irgendwie noch gerade so abwenden kann, dass man es nicht öffentlich macht, sondern dahin. Warum nicht? Spannend. Hochinteressant. Haben wir einen Aspekt aus seiner Sicht vergessen? Etwas, was der Medienpädagoge mit der Welt noch teilen möchte? Mit einem Millionenpublikum, was wir jetzt nicht haben, aber... Ja, ich bin ja auch auf die Auflösung gespannt von der Frage vom Anfang. Ja. Vielleicht noch ganz schnell, kann man dich auch so bei Vorträgen und Workshops mal live erleben, wer das jetzt möchte? Genau, vielleicht und generell die Frage, womit verdienst du jetzt eigentlich dein Geld? Ah, verdammt. ja, also zum Beispiel mit Vorträgen und Workshops. Genau. Das geht zum Beispiel. Mit Büchern nicht. Damit verdient kaum jemand kaum Geld. Genau, also muss man irgendwie schon Ratgeber schreiben und selbst das Facebook-Buch war ein Ratgeber, was sich laut Verlag gut verkauft hat, selbst das hat die Vorträge mehr gebracht. Ich habe so eine kleine Agentur, die hat so, je nachdem wie man zählt, 7-8 Vollzeitmitarbeiter. Das sind die Konsorten, die hat nämlich einen furchtbar sympathischen Namen. Ich habe mich sofort nur in Hamburg, ja. Jöran und Konsorten. Genau, und die Hamburger finden das sympathisch. Je weiter man nach Süden kommt, desto problematischer ist der Name, ja. Ach was. Weil es so ein bisschen negativ getönt ist, Konsorten. Ja, aber gerade das finde ich ja witzig. Also in Hamburg hat das halt dieses Kaufmannskonsorten. Genau. Ja. Und die Hälfte von den Sachen, die wir machen, ist so in dem Schnittstellenbereich zwischen digitaler Welt und Bildungswelt. Konzepte schreiben, Veranstaltungen organisieren, Konzepte für Veranstaltungen schreiben, etc. Und die andere ist insgesamt, wie man Bildung modern konzipiert. Hört sich jetzt sehr abstrakt an, ne? Naja, aber viele Mechanismen. Du machst in E-Learning zum Beispiel, bist du unterwegs und beschäftigst dich oder hast dich zumindest eine Zeit lang damit beschäftigt? Oder? Ja, also der Begriff E-Learning ist problematisch bei den Leuten, die ich habe jetzt keine Programme oder sowas, wo man effizienter Vokabeln lernt oder sowas. Irgendwie wir probieren aus, wie man in Lernsettings irgendwie digitale Medien so einbindet, dass es dem Zweck dienlich ist, dass die Leute irgendwie keine Ahnung mehr empowered, mehr vernetzt, irgendwas sind. Ja, also ich glaube, die alte Idee, sich einen Vortrag im Internet anzugucken, das ist E-Learning, ist halt weg, sondern das sind schon didaktische Dinge, die da einfach betrachtet werden insgesamt. Genau, also das ist so die andere Hälfte, ist irgendwie, wie kann man gut Bildungsformate gestalten, hat ja auch immer so abstrakt an, aber moderne Bildung. Moderne Bildung. Je kürzer man sagen muss, desto phrasenhafter klingt es. Bildung im 21. Jahrhundert. Wir können jetzt sagen, ob der Bot hier irgendwo was mit Bildung hat und eine schöne Phrase mal raushaut. Ja. Und wie gesagt, den Podcast haben wir schon erwähnt. Jöran ruft an, kann man auch mal reinhören. Interessant, genau. Dann haben wir, glaube ich, ganz schön viel von dir vorgehört. Es war ein großer Spaß, bei euch zu Gast zu sein. Ein hochinteressantes Interview mit einem sehr spannenden Gesprächspartner, mit dem wir, glaube ich, viele Aspekte in Bezug auf Social Media angesprochen haben. Auch nochmal die Geschichte der Social Bots und die Idee, dass es manchmal gar nicht mehr so klar ist, ob man mit einer Maschine oder einem Menschen spricht. Und vor allen Dingen, das ist ja auch eigentlich wurscht, das an der einen oder anderen Stelle, Alexander. Das war, glaube ich, manchmal schon ein etwas merkwürdiger Ansatz, aber nachvollziehbar, so wie ihn Jöran dargestellt hat. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Und Alexa, jetzt wollen wir schon aber auch noch wissen, was es denn jetzt mit diesem Koffefe auf sich hat. Also echtes Wort. Was zum Henker. Genau. Die Auflösung. Ja, handelt es sich bei Koffefe, ob nun in mehreren Abschnitten mit Apostroph oder in einem durch,
um eine Redewendung oder einfach um einen nicht fertiggestellten und auch leicht mit Tippfehlern versehenen Tweet des amerikanischen Präsidenten. Und dazu ist natürlich, das werden die meisten von euch vielleicht sogar wissen, die das so ein bisschen verfolgt haben, letzteres richtig. Vermutlich wollte er schreiben, Coverage und sich dabei auf die negative Presse beziehen, die er so ständig an den Hacken hat. Also der ganze Tweet lautete, despite the constant negative press, und dann halt Koffeffi und meinte natürlich Coverage. Und ja, das scheint er wohl irgendwie, weiß ich nicht, kurz vorm Einschlafen oder so getwittert zu haben und dann einfach irgendwie das Wort falsch geschrieben zu haben oder die Autokorrektur hat da irgendwie Mist gebaut und dann ist er vielleicht eingeschlafen. Das hat natürlich deshalb hohe Wellen geschlagen, weil logischerweise sein persönlicher Twitter-Account von allen möglichen Leuten aufs Genaueste verfolgt wird. Damit muss man rechnen. Das möchte er ja auch so gerne. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn sich dann sämtliche Medien auf so einen mitternächtlichen, verunglückten Tweet stürzen und den erstmal so genüsslich in der Öffentlichkeit zerpflücken und dann halt solche Dinge dabei rauskommen wie Parodien auf Koffeffi. Und da haben die Leute natürlich irgendwie herzlich drüber gelacht oder aber auch spekuliert, der Präsident hätte irgendwie beim Twittern einen Schlaganfall erlitten oder einen Herzinfarkt oder weiß der Geier was. Ja, keine Ahnung. Also man muss natürlich mit sowas rechnen. Ich fand ja auch relativ interessant dann noch, wie es weiterging, nämlich Sean Spicer, der dann der Presse gegenüber geäußert hat, also der Pressesprecher des US-amerikanischen Präsidenten, dass sie wohl sehr wohl gewusst hätten Stab des Präsidenten, was er gemeint hätte. Er hat gesagt, der Präsident und eine kleine Gruppe von Leuten um ihn herum wüssten genau, was er damit gemeint hat. Und der unglückliche Sean Spicer hat natürlich damit die ganze Situation nur noch tausendmal schlimmer gemacht. Ja, weil es wäre, wenn man sagt, mein Gott, der war kurz vorm Einpennen, genau, hat sich vertippt, dann richtig, hätte jeder mal gelacht, dann wäre das Thema durch gewesen. Aber selbst so einen Fehler nicht eingestehen zu können, sagt natürlich auch was über den derzeitigen Zustand des US-amerikanischen Präsidentenstabes aus. Ja, völlig absurd. Und dann wisst ihr also auch wir wissen nicht, was Koffeffi ist, vermutlich tatsächlich. Auf jeden Fall nicht auf Arabisch, I will stand up. Das wohl dann nicht. Damit sind wir am Ende der 205. Episode von Huxilla und Alexa, du hast in den sozialen Netzwerken ja vor einigen Wochen schon etwas gespoilert, sodass jetzt man schon fast erahnen könnte, worum es geht. Nämlich wir werden in der nächsten Episode, der 206. Episode von Huxilla, wird es dann wieder ein Segment geben, Huxilla Crime, und darauf könnt ihr euch, glaube ich, freuen, weil das auch wieder ein ganz spannendes Thema wird. Insofern merkt ihr, wir kommen langsam wieder in den Tritt rein nach verschiedenen Ereignissen. Vielleicht nochmal für all diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Ich will es hier einmal in der Sendung kurz sagen, in den ersten Monaten diesen Jahres ist meine Mutter verstorben nach mittellanger schwerster Krankheit, und das hat viele, viele andere Dinge nochmal ganz weit nach hinten gerückt. Wen da weitere Details interessieren, der kann in die letzte Folge von Schall und Rauch mal hineinhören, den Podcast, den ich mit Christian Bednarek von der Hörsuppe mache. Da reden wir im letzten Segment der Sendung darüber ausführlich. Das will ich hier nicht aufrollen. Aber das hat auch nochmal so unseren ursprünglichen Drive, den wir uns für das Jahr 2017 vorgenommen hatten, ein wenig gebremst. Und insbesondere mich natürlich ein bisschen von den Füßen geholt. Aber wir sind bemüht, wieder etwas mehr Fahrt aufzunehmen und hoffen, dass wir das auch hinbekommen. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt sind ja ein paar Folgen auch mal gekommen und der nächste Termin für Huxilla Crime steht. Naja, vor allen Dingen, wir nehmen eigentlich dann auf, wenn wir auch wirklich Lust haben aufzunehmen, wenn uns das Freude macht und wenn der Druck nicht da ist, irgendwas abzuliefern, sondern wenn wir wirklich ein schönes Thema haben und auch uns darüber freuen, dazu was sagen zu können. Und ich glaube, das ist besser, als wenn wir jetzt irgendwie regelmäßig Sendungen veröffentlichen würden, die dann vielleicht mehr oder weniger so Standard sind. Genau. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, naja, bei den Huxilla TV-Folgen 2 zu verwerten, naja, nicht jeder hat tatsächlich das Geld, das hören wir immer wieder, um ein Abo auf Massengeschmack zu machen, und Folgen, die sich gut eignen und die auch spannend sind, koppeln wir sozusagen dann gerne aus und machen sie dann ja auch kostenfrei zugänglich hier bei Huxilla. So, genau. Genug rausgeplänkelt aus der Episode. Euch da draußen alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Huxilla und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
Koffeffi. Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.